Willkommen zurück zu einer weiteren Babajuschka-Folge. The Quarry, freut mich, dass du da draußen wieder ganz Baba mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Juschkas, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Unser Gewinnspiel läuft noch. Ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für den PC, für die PlayStation oder für die Xbox. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Jetzt geht das Abenteuer weiter. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Der Turm. Stürz deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stürz nicht ab. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Ja, bitte, Babajuschka. Mein Gott, das ist alles immer so kryptisch. Was bedeutet das? Ich meine, wenn du fliehst, entkommst du der Gefahr und steckst direkt wieder in der nächsten Gefahr. Toll. Ja, das ist, wow, das ist der Hinweis schlechthin. Ja, gut. Aber ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Na komm schon, Babajuschka. Nur eine? Der Stern ist irgendwie ein bisschen deutlicher mit dem Licht. Ich nehme den Turm. Man sieht immer so wenig. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Verdammt, man sieht immer so wenig in dieser dämlichen Kristallkugel. Alter Babajuschka, du knauserst. Es war so schrecklich. Es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick, hey, Kumpel, was ist denn nur passiert? Ein Tier griff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was, verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Wer hätte ihn zermalmt? Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Druck ausüben. Boah, ich will's gar nicht anfassen. Oh, sorry, Mann, sorry.
Aber ich glaube, nur berühren ist... Außer du hättest eine Wunde an der Hand. Der Jäger hat ihn ja auch berührt. Also da kann, glaube ich, nichts passieren. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Aber wir wissen doch gar nicht, wie. Ich meine, abklemmen mit irgendwas und dann wegsägen. Haben wir eine Säge? Ich habe keine Säge. Mit der Schrotflinte wegschießen? Oh, gewagt, aber nein, 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 das ist viel zu... So einfach ist es nicht. Du kannst nicht einfach mit einer Schrotflinte ein Bein wegschießen. Das ist Hollywood. Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Ah, wir rufen. Hey! Ich hab eine Knarre und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Ich sehe gar nichts. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Einfach mal so reinschießen. Nein, 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 nicht schießen! Tu's nicht! Oh. Ich will euch retten! Ah, oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Ja, wo ist Emma? Jacob, wo ist Emma? Oh, fuck! Oh, Herrgott nochmal! Emma ist noch auf der Insel. Ich sagte, ich komme gleich zurück. Autsch. Was, die Insel? Ja, was? Oh, ich hab nur... Ich glaube, ich hab da vorhin jemanden gesehen. Jemand? Nein, ich... Ach, weiß nicht. Hat nichts zu bedeuten. Sie ist noch allein dort. Tja, wir sollten jetzt mal Richtung Lodge gehen. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein, ich... Wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und, klar eine Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Na, oh, er löst sich einen Schuss, wenn ich nicht loslasse. Nee, ich halt durch.
Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kaspar drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann reine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Stimmt, die haben ja noch die Schubskarre. Dass Jacob hier bei Ryan nicht einfach das Ding weggezogen hat, finde ich ein bisschen krass, ne? Ich meine, Jacob ist schon, oh, schon ein Brocken. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Intecker, Freunde. Naja, vielleicht ist sie auf der Insel wirklich sicher. Ich meine, Werwölfe hassen Wasser. Das ist quasi ein Fakt. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Ja, natürlich. Ich meine, Fische kacken auch. Sie hat die nie benutzt. Sie hat die Toilette hier nie... Okay, wenn sie jetzt hier auf der Insel war, wo hat sie... Ach, naja. Ich will's gar nicht wissen. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Okay, wenn ich sie jetzt gerade so beobachte, merke ich erst, wie dämlich es eigentlich ist, Influencer zu sein, ne? Man läuft mit seiner Kamera durch die Gegend, quäkelt irgendwas über irgendwelche Sachen, die total offensichtlich sind. Na, guck mal hier, das ist ein Kanuboot. Mit einem Kanuboot kann man auf dem Wasser schwimmen. Hahaha, lasst ein Like da. Ich meine, wow. Ich glaube, Influencer haben die Welt ruiniert. Zumindest schneller ruiniert. Die haben einen sehr großen, sehr, sehr großen Beitrag geleistet, damit die Welt schneller scheiße wird. Ich auch. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie... Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ.
Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Kann ich nicht beide Wege nehmen? Ist meine Antwort. Ja, Kies schimpft mal wieder über die Influencer, aber ist er nicht selber einer nun? Gucken wir uns lieber mal noch hier den Tarot-Bonus an. Themawechsel. So, wo ist das denn hier? Jetzt bin ich hier durch. Camp. Da. Der Stern. Okay. Ich vertraue auf das Licht. Let's look. What? Okay, der Turm. Aha. Flucht. Gleich in die nächste Gefahr. Ist wahrscheinlich nur ein Quicktime-Event, weil ich kann doch nicht gegen das Ding kämpfen. Ich hab ja nichts. Holy shit, wir werden sehen. Gut, ich gehe nach oben. Ich will eigentlich beides angucken. Kann ich beides oder habe ich jetzt ein... Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Jetzt so ohne ihr komisches Schlauchlippen-Make-up sieht sie eigentlich doch ganz gut aus. Ich muss revidieren. Aber jetzt kann ich nicht mehr runter. Moment. Ich probiere es mal eben. War doch. Ich werde mal sehen, was hier oben los ist. Ich kann auch hier noch ein bisschen entlang. Ah, gibt es irgendwo noch eine Tarotkarte? Für die alte Babajuschka? Es ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Okay, aggressiv. Wir sind nicht cool oder besser, es bleibt nur eine Erinnerung. Mein Gott, die hängt aber auch eigentlich an dem Jungen, ne? Die tut so auf, will nicht, aber in Wirklichkeit hängt sie total an Jacob. Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett Squarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben Irrenrollator-Sex. Hey, könnte so sein. Die Zeit wird's zeigen, Jackie Boy, und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid. Ganz schön melodramatisch. Okay, ich könnte also wirklich immer wieder umkehren und sagen, weiß nicht, der andere Weg ist doch ein bisschen geiler. Ach, hier geht's jetzt auch am Ende hoch. Okay, ich will den anderen Weg auch noch sehen. Ja, hier kann ich hochklettern. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um, in der Hoffnung, vielleicht irgendwie noch ein kleines Kärtchen oder ähnliches zu finden. Okay, hier können wir runter an den Strand. Und hier fühlst du dich wohl und laut Jacob ist es ja... Ach, das ist gar kein Strand. Du bist direkt im Wasser. Ich dachte, hier wäre so ein kleiner Strand.
Laut Jacob ist es ja hier verflucht kalt. Aber sie ist auch eine Frau, ne? Ja, was denn? Ist doch so. Schaut euch doch mal hier im Herbst oder im Winter vor einer Disco die Raucherinnen an. Die stehen da rum, haben quasi nichts an und gefühlt frieren die gar nicht. Und dann guckst du rüber zu den Kerlen. Dicke Jeans, dicker Pulli, Jacke drüber, volles Programm, stehen da mit verschränkten Armen und zittern. Frauen sind... Warte mal. Wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Frauen sind knallhart. Streichhölzer aus dem Harbinger Motel. Ein paar wurden abgebrochen und auf der Zündfläche sind Gebrauchsspuren. Aha, kennen wir doch. Das Verbotsschild. Wahrscheinlich dient das Verbotsschild weniger dazu, die Camper zu schützen, als zu verhindern, dass die Leiche im Wasser gefunden wird. Alright. Ja, wir kennen das Ganze hier. Die Leiche im See könnte einer der vermissten Wanderer sein. Offenbar hat jemand versucht, sie zu verstecken. Was haben wir hier Neues? Was immer dieses Plakat auch in Chris Hackett's Besitz zu suchen haben, er muss wohl vergessen haben, diese abzunehmen. Sprach der Rabe nimmermehr. Sprach der Rabe nimmermehr. Das wollen sie nicht verpassen. Harbinger Motel, Northkill, New York State. Ja, Freunde, wir gehen auf den anderen Weg. Wir kosten es voll aus. Und wenn ihr da draußen meinen Leidensweg hier durch das Spiel ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht, ihr kleinen Schlinglongs. Einfach nur eine kleine Bewertung reindudeln. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!